Fußballfreunde, Challenge Time. Versucht bei diesen lustigen Fußballmomenten nicht zu lachen. 0% Skill, 100% Glück und sieh du schon. Oh mein Gott. Kannst du noch niemandem erzählen? Die tattelt sich das Ding einfach mal ins Gesicht. Wein selber, aber alle kommen so, hey, du hast getroffen. Und sie so, ja, ich hab getroffen. Ja, dumm. Oh, richtig das Gesicht nach hinten geballert. 0% Skill, 100% Glück. Let's go rein da, Freunde. Wen haben wir hier? Oh, Cristiano Ronaldo. Er ärgert sich. Natürlich, so einen verdattelt der Kerl eigentlich nicht. Den verdattelt CR7 doch normalerweise nicht. Und für ihn ist das jetzt nicht gut, das sieht man. Aber für mich ist es gut, denn ich habe CR7 auf meiner Liste. Und das habe ich dir noch nicht gesagt. Wie du hier siehst, habe ich 8 Spiele aufgeschrieben, die ich glaube, dass in diesem Video vorkommen werden. Aber sollte auch nur einer davon nicht vorkommen, muss ich als Bestrafung schaffen, Tabasco essen. Aber Cristiano hat Lachen, denn er ist auf der Liste. Und das ist schon mal richtig gut hier. Nächste, Lukaku. Romelu Lukaku, was macht er? Er steht im Weg, Romelu. Big Rom, oh mein Gott. Junge. Ah ja, Cristiano Ronaldo. Romelu Lukaku, jetzt nochmal. Oh, komm, Junge. Oh, aber dafür jetzt? Das ist ein Win. Big Win für Big Rom. Sü. Und der? Oh, nee. Ist der... Der ist nicht durch drei Hosenbeine. Durch vier! Junge! Vierfachtunnel! Freunde, also normalerweise gibt's das nur, wenn ich Hallenfußball spiele und ich mal ganz schlimm kassiere. Aber der Japaner macht das Ding hier. Der nächste! Sü! N'Golo! Conte! N'Golo, komm! Er macht den Dreifachen. N'Golo Kanté macht den Dreifachen. Und das ist super, denn N'Golo Kanté steht auch auf der Liste. Yes, wir haben schon 2 abgehakt. Gratuliere. Super. Fuck you. Thank you. Sorry, Freunde. Bruder muss los. Oh mein Gott, was ist hier los schon wieder? Wohin? 1, 2, 3, 4. Mach doch selber. Oh, Junge. Sheesh. Zwirbelt das Ding einfach durch und denkt sich so, ich bin der König. Oh, das ist... Big Brain, ganz Big Brain. Wen haben wir jetzt nächstes? Zack, die Pick. Oh! Was ein Kaktor! Junge! Der Torhüter, also, ja, den werde ich aufnehmen. Oh, ja, ich wurde hops genommen. Scheiße, Fußball ist so gut. Fußball ist the gift that keeps on giving. Und was ist das für eine Bude? Der stellt einfach den Fuß hin und der fliegt. Oh mein Gott. Es ist ein wilder Hase. Der Latte. Komm, jetzt aber. Latte. Nee, Doppellatte. Nochmal. Dreifach Latte. Ja, leck mich doch. Und der vierte ist drin mit dem Fallrückzieher. Sü. Und dann haben wir Kylian Mbappé. Auch der steht auf der Liste. Let's go. 3 von 8 haben wir, Freunde. Ching. Mir gefällt das. Kylian gefällt's auch. Komm, Messi. Oh, nee. Junge, was ist das für ein Eigentor? Was ein geiler Pass von Messi, aber was ist das für ein Eigentor? Nochmal, Cristiano, Sü! Wow, der Ball wird einfach hochgehoben, weil der Kerl so die Wucht im linken Fuß hat hier, im Standbein. Jetzt aber, komm, hallo? Foulspiel? Nee. Oh. Spiel läuft, hallo? Hallo, Nani, einfach so denkt sich so, ja, dann mache ich das Ding rein. Definition von dem sogenannten Frechdachs, Freunde. Oh. Ja, er will daneben hauen, aber was jetzt? Oh, macht er die Kanone feuert da rein. Ja, Junge. Alter, habt ihr so ein Tor schon mal gesehen? Das gibt's doch nicht. Er legt sich die Pille zurecht und der dreht sich mit dem Wind. Zeus, er sagt schon, jawollig. Hier oben bin ich. Oh, Junge, den hat der Keeper. Als ob, wie kannst du denn da die Pranke reinbekommen? Mit meinen Torwarthandschuhen geht's natürlich, kann ich zum Freunde. Aber was ist das für ein Save? Super gemacht, aber ich brauche mal wieder wen von meiner Liste, Freunde. Ich habe hier... Hier sieht es nicht gut aus. Oh. Düsenjäger. Oh, direkt an die Eckfahne. Der ist drin. Der Ball ist noch im Spiel. Junge. Also sowas habe ich definitiv noch nie gesehen. Aber jetzt. Komm. Der nächste. Ui. Oh, den eigenen Mann getackelt.
den eigenen Mann getackelt und dann Eigentor. Also, hast du Kacke am Schuh, hast du halt einfach wirklich in dem Fall Kacke am Schuh. Also, und der verletzt sich auch noch. Jetzt aber, komm, jetzt aber. Thierry Henry mit dem guten Tor. Jawohl, Thierry Henry vom Posten. Und auch Thierry Henry. Thierry, oh mein Gott, keine Ahnung. Thierry Henry, Thomas Henry, wir nennen Thomas Henry, hat den Ball. Jawohl, let's go. Oh, was ist das für ein Flug? Was ist das für ein Flug? Und er ist auf der Liste natürlich. Was macht er denn hier, der Keeper? Hallo, Entschuldigung. Kurz mal Windows Error, Freunde. Die feiern sich. Was machen die? Warum feiern die? Der Ball ist noch im Spiel. Der Torhüter ist aus dem Kasten. Was ist denn hier los? Reißt nur die Arme hoch. Und das ist ein easy win. Easy Tor. Oh mein Gott, Torhüter, du bist lost. Du bist lost. Und du bist vollkommen hops genommen worden. Oh je. Come on. Oh, V-Spiel. Nee. Oh, hat. Wie Walker hat die Kugel immer noch. Als ob. Wieder die 14 von Arsenal. Let's go. Oh mein Gott, und ich hoffe, ich muss den Tabasco nicht futtern. Der guckt mich hier die ganze Zeit an und Spoiler, in einem anderen Video muss ich den vielleicht futtern. Oh, ja, ich hasse es. Let's go. Was ist das hier? Hallo, Freunde. Freunde der Blasmusik. Was ist denn das für Slapstick? Oh mein Gott. Oh, nee. Freunde. Jetzt aber. Alaba mit dem Skill. Alaba, wie hat er den gerettet? Oh, ja, klar gegen den HSV. Klar gegen den HSV hops genommen. Junge, haben die da hinten einfach eine Couch? Guck mal. Mobil Bayern. Und der Opa denkt sich so, ja, der Alaba, der macht das ganz gut. Und der steht auch auf Fabis Liste natürlich. Und den nächsten Spieler haben wir abgehakt. Sakai wird hops genommen von meinem Ösi-Boy. Jetzt, komm, nochmal. Oh, Junge. Ist das gegen Red Bull Salzburg? Ja, das ist Martin Braithwaite. Das ist Meme-Spieler Martin Braithwaite. Und auch der doppelt. Einmal Salzburg aus Österreich und davor Alaba aus Österreich. Let's go. Jetzt sind wir dabei. Zwei fehlen noch. Thomas Kral, der aktuell bei Schalke spielt. Und Philipp Schobesberger, der mal bei Rapid so ein... Oh, nee, war es bei Rapid? Doch, bei Rapid so ein... Oder war das noch für Pasching so ein unfassbares Tor geschossen hat? Ich glaube für Rapid, wo er hingefallen ist. Oh mein Gott, voll auf den Körper und rein da, rein ins Glück. Geile Bude. Oh, Junge, wie kannst du den Freistoß so abwischen? Clever. Sterling in die Mitte. Oh, der macht er nicht. Mit den Nüsschen, mit der Hand. Hat's gezählt? War das noch VAR? Ich weiß nicht. Tor, jawohl, alles gut. Nee, gibt das jetzt? Ich weiß es nicht. Frechsack, dieser Kevin Aguero, Thomas Kral, Thomas Kral, jawohl, mein Schalker Junge, Thomas Kral macht's, mit dem verrückten Tor, damals bei Spartak Moskau zum Schluss, damals für Roter Stern Belgrad, müsste das gewesen sein, glaube ich, oder? Oder bin ich jetzt gerade lost? Komm, einmal, zweimal. Dreimal. Komm, einmal geht noch. Viermal vielleicht. Nee, dreimal. Dreimal abgefälscht. Bam, bam, bam. Oh, nee. Einmal. Oh, Junge. Mustafi, die Legende. Alonso fälscht ab. Rüdiger fälscht ab. Und Nacho Monreal macht die Bude. Und was ist das? Oh, ja, nee. So viel Pech. Wendel. Und knattert den auf den Rücken vom Keeper, der übrigens zu früh von der Linie weggegangen ist. Und das... Das ist Philipp Schobesberger. Jawohl, mit diesem Tor. Junge, wie willst du hops nehmen, wenn du einfach stürzt und den dann mit dem... da hast du das Tor heute einfach genug in der Euroleague. Philipp Schobesberger, es ist der letzte Spieler auf unserer Liste. Und das, wer ist das? Das ist Zlatan. Natürlich darf auch der nicht mit einem unfassbaren Tor fehlen. Aber das ist kein Glück, sondern das ist Zlatan Ibrahimovic, Freunde. Na, musstest du lachen? Ich muss heute ausnahmsweise mal kein Tabasco essen. Und wenn dir diese Nicht-Lachen-Challenge gefallen hat, wird dir sicher auch diese hier gefallen. Also hier klicken und gleich als nächstes weiterlachen.